Denn wir sind nämlich jetzt dabei, wir wollen nämlich zur ersten Runde kommen. Ich lasse das Mikro mal hier liegen. Lieber Johannes, wir haben die erste Runde. Ich mache mir das einfach mal folgendes. Normalerweise sind wir in irgendwelchen Einrichtungen, heute sind wir auf einer großen Bühne und deswegen haben wir natürlich die Chance, dass wir auch ganz, ganz viele Menschen hier auf der Bühne versammeln. Wir werden es diesmal nämlich anders machen. Alle eingereichten, qualifizierten Objekte und Projekte werden heute ausgezeichnet. Genau, wir haben uns gedacht, da machen wir jetzt keine allzu große Hitliste, sondern wir bleiben in einem positiven Sinne in der Breite, um all die Menschen wertzuschätzen und die Institutionen, die uns vorgeschlagen wurden. Und deshalb, meine Damen und Herren, rufe ich jetzt für die erste Gruppe 5 Ehrenamtliche zu mir nach oben. Ich hoffe, dass Sie alle da sind. Und wenn Sie gerade irgendwo noch hinten rumstromern, einfach trotzdem nach vorne kommen. Wir warten auf Sie. Ganz, ganz besonderen Dank für unsere erste Runde in diesjährigen Sonnenscheinpreis. Möchten wir persönlich auf der Bühne zusammen mit dem Weihbischof hier vor ganz großem Publikum ausdrücken. Und zwar einmal für Anita Kleine aus Osnabrück-Haste. Anita, bist du da? Dann Gisela Mügge aus Aschendorf im Emsland. Marilene Schröder aus Alfhausen. Gudrun Henrizi aus Bersenbrück und Paul Martidek aus Förden. Wenn Sie die Namen, den Namen gehört haben, bitte einmal an der Seite nach vorne kommen. Ganz, ganz wichtig. So, kommen Sie ruhig zu mir rüber. Hallo. Wie heißen Sie? Anita Kleine. Anita. Anita, kommst du auf meine Seite? Anita? Gisela? Gisela. Gehst du mal neben dir. Nicht so schüchtern, Leute. Ich weiß, das Große ist heute ein bisschen außergewöhnlich. Ne? Moin. Paul Martinek. Paul, das ist gut. So, wer fehlt denn noch? Anita? Gisela? Marilene? Ist Marilene da? Gudrun Henrizi? Ach, ja, Frau Henrizi. Moin. Hallo. Hi. Wir haben Sie mitgebracht, ne? Das ist in Ordnung. Hallo. Oh, das ist aber jetzt ein Ding. Ne? Schröder war das, ne? Ja. Ja, Sie sind hier richtig. Der Bus geht dann da vorne und dann in 20 Minuten. Nee, Schatz, ist Quatsch. Ist klar. Okay, aber das ist natürlich toll. Jetzt steht ihr hier so wie aufgereiht, aber trotzdem, ich muss natürlich euch ein bisschen was fragen. Das ist ja klar. Ich fange erstmal an mit dem Herrn Martinek. Ich meine, als einziger Herr in der Runde, das ist jetzt nicht diskriminiert, darf ich mal dazwischen. Herr Martinek, wir zeichnen ja Persönlichkeiten aus, die sich eben auch eingesetzt haben. Sie sehen jetzt nicht so aus unbedingt, als ob Sie heute mit dem Fahrrad da sind. Sind Sie mit dem Auto gekommen? Nee, ich bin mit dem Auto. Ja, aber Sie haben was ganz anderes gemacht. Was haben Sie gemacht? Erzählen Sie kurz. Ja, ich habe eine Tour gemacht von Deutschland und wieder nach Deutschland, aber durch Tschechei, Polen, Slowakei, Tschechei und Österreich und dann wieder nach Deutschland. Aber jetzt schon richtig betont, Österreich, hat er gesagt. Das ist ja schon jetzt ab hier nach Schmäh, Österreich. Ja. Haben Ihnen die Österreicher gut gefallen? Waren die Berge hoch oder ging es einigermaßen? Sehr gut, weil das war der Donauweg von Bratislava ab Wien und nach Passau. Haben Sie es mit dem Pedelec gemacht? Mein Kollege Josef Moss, der sitzt da vorne, der sagt immer, ich fahre jeden Tag 20 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber er hat natürlich einen Elektromotor. Wie war es bei Ihnen? Ja, ich habe auch E-Bike gekauft im März und dann bis jetzt habe ich 7.500 Kilometer gemacht. 7.500 Kilometer, das ist schon. Jetzt muss man natürlich auch sagen, das hat natürlich auch einen Grund. Warum haben Sie das gemacht und wie hilft das der ehrenamtlichen Arbeit? Ja, wir sind in einer Gruppe in Neunkirchenförden und da kochen wir jeden Monat ja, zusammen mit den Flüchtlingen oder sagen wir Spätaussiedler. Ich bin auch Spätaussiedler, ich komme aus Schlesien. Ja, und jeden Monat, das ist ein Projekt, kulinarisch um die Welt. Ja, und dann habe ich mir so ausgedacht, wenn ich da fahre, von Anfang wollte ich gar nicht nur für mich das machen, aber dann bin ich auf die Idee gekommen, ja, mache ich durch Sponsoren und sammle ich das Geld für dieses Projekt und für die Gemeinde, dass das so, ja, um die Geld brauchten, so ein bisschen auch haben. Wie viel ist denn zusammengekommen? Ja, bis jetzt, ich habe da 20 Firmen besucht, plus minus. Ja, und jetzt sind ungefähr so 10 haben sich gemeldet und da habe ich ja nicht ganze 2.000 Euro. 2.000 Euro, gut, das ist schon mal eine Hausnummer. Also auch da, man muss dazu sagen, wenn Sie unterwegs sind, das ist etwas, wo Sie ja selber, wenn Sie sagen, Sie sind Spätaussiedler, haben Sie eine besondere Empathie, eine besondere Beziehung auch zu Menschen, die eben nicht ursprünglich in Deutschland geboren sind, die ja von außen zu uns kommen. Ja, das ist ja was Besonderes, den Leuten zu helfen. Der älteste Sohn, der hat auch auf Afghanistan 2 Jungs. Und ja,
ich finde das gar nicht so schlimm, dass wir den Leuten, wie wir kennen, und ja, helfen ein bisschen. Also man muss eigentlich mit den Menschen erstmal in Berührung kommen, um zu merken, dass sie ganz normale Menschen sind und dass genau. man mit ihnen umgehen kann. Genau, ja. So ist das. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit, Herr Martinek. So, wo ist Gisela? Komm mal zu mir, Gisela. Als zweites habe ich dich. Gisela, auch von dir, wir können natürlich nicht alle befragen, sonst würden wir heute Abend noch hier sitzen, weil alle so viel zu erzählen haben. Aber beschreib kurz dein Projekt. Ja. Ich halte das Mikro fest. Okay. Angefangen bin ich im September 2015. Die Kirchengemeinde hatte aufgerufen zu einem Treffen, Internationales Café, oder der Frauenbund auch. Und ich denke, ach, da gehst du mal hin. Und dann waren wir in etwa 70 Personen aus der Gemeinde, wie auch schon albanische Familien mit ihren Kindern. Und ja, und dann saß natürlich, so wie es dann immer so ist, die Grüppchen so unter sich. Hier saß eine Gruppe Ausländer, da saßen die Gemeindemitglieder. Und da habe ich gesagt zu Herrn Hagedorn, zum Diakon, ich sage, so geht das nicht. Das muss anders. Wir müssen uns irgendwie mischen und wir müssen zusammenkommen und wir müssen miteinander sprechen. Und also nicht Mission Impossible, sondern Mission Möglich sozusagen. Ne? Also, dass man sich tatsächlich miteinander unterhält, beschäftigt. Ja. Genau. Aber ich meine, wir können natürlich kein Albanisch. Und, aber es ist auch möglich über Gestik, über Kinder. Kinder können ganz schnell was und somit haben wir uns dann so langsam kennengelernt. Aber es war dann auch so, ich habe gesagt, wir müssten was tun. Und dann sagt Diakon, ja, was stellen Sie sich denn vor, was Sie tun können? Ich sage, ja, wer tut denn schon was? Weil ich war ja ganz neu dabei. Und dann sagte eine Lehrerin, ja, ich mache schon mal in der Schule, habe ich jetzt schon Kinder, die ich dann auf Deutsch unterrichte. Ich sage, ja, wie wäre das denn, wenn wir das ausweiten? Dann nehme ich die Kinder und dann können auch die Frauen mal Deutsch lernen. Weil die Männer fahren alle mit dem Fahrrad oder mit irgendwelchen Autos nach Pampenburg, kriegen da ihren Unterricht und die Frauen mit ihren Kinderwagen, mit ihren Kindern kommen nirgends. Ich sage, das geht nicht, das müssen wir ändern. Frauen sind immer im Nachteil. Ja, und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, wenn du das möchtest, dann machen wir das so. Ja, und dann sagt Herr Hagedorn, Frau Mügge hat gerade eine neue Gruppe installiert. Ja, so kann das gehen, meine Damen und Herren. Manchmal muss man Leute einfach überwältigen, ne? Und überzeugen. So einfach ist das. Dankeschön, Frau Mügge. Jetzt komme ich aber noch mal zu Ihnen, weil Sie haben jemanden mitgebracht. Ja, das ist der Adam Eschmawe und ich betreue seit circa 3 Jahren eine syrische Flüchtlingsfamilie. Und der Adam ist der Jüngste aus der Familie. Und warum ich das mache, das will eigentlich der Adam mal vorlesen. Das kann er machen. Deswegen, ich wollte gerade fragen, Sie haben ja gesagt, auch um die Kinder kümmert Adam. Herz, hallo erstmal. So, das hast du was, das willst du uns gerne vorlesen? Ja. Okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Mikro vielleicht an. Ich halte das mal, genau. Und wenn du bis da mal liest, so ungefähr, ne, dann schaffen wir das einigermaßen. Ich bin mal sehr gespannt. Guten Tag, ich heiße Adam Eschmawe, bin 8 Jahre alt und komme aus Syrien. Mit meinen Eltern, meiner Schwester und meinen 4 Brüdern habe ich in Jarmuk, Damaskus gewohnt. In unserem großen Haus lebten auch 2 Brüder von meinem Papa mit ihren Familien. Im Garten war ein Swimmingpool. Ganz unten hatte mein Papa seine Firma. Dort hat er arabische Süßwaren hergestellt. Das konnte mein Papa sehr gut. Seine beiden Brüder haben auch mit in der Firma gearbeitet. Als ich 4 Jahre alt war, hat eine Bombe unser Haus zerstört. Das war schrecklich. Wir konnten nicht mehr in unserem Haus wohnen. Zum Glück hatte mein Opa auch ein Haus in Damaskus. Wir zogen zu ihm. Der Krieg wurde immer schlimmer. Jeden Tag fielen Bomben, viele Häuser wurden zerstört, viele Menschen wurden verletzt, auch mein Onkel. Im September 2013 sind wir 6 Kinder mit meiner Mama weggegangen aus Syrien. Mein Papa musste da bleiben, seine Mutter war alt und krank. Er musste sich auch um meinen verletzten Onkel kümmern. Wir flogen mit dem Flugzeug nach Ägypten und dann fuhren wir mit dem Boot mit einem Boot über das Mittelmeer nach Italien. Es waren über 300 Leute in dem Boot. Von unten kam Wasser rein und der Motor war kaputt.
Eine große Welle hat mich gerissen, aber mein Bruder hatte mich wieder aus dem Wasser gezogen. Wir hatten sehr viel Angst. Zum Glück hat ein großes Schiff uns gesehen und gerettet. So, ja, ich weiß, aber ich komme mal ganz kurz zu Ihnen. Wir machen da gleich noch ein bisschen weiter. Aber erstmal muss man das ist eine herzzerreißende Geschichte. Wie sind Sie denn auf diese Familie aufmerksam geworden? Ja, ich war Lehrerin bis vor anderthalb Jahren an der Oberschule in Bersenbrück und hatte da im Vorfeld schon, weil ich meine Pensionierung bevorstehen sah, hatte ich mich bemüht um eine ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen der Flüchtlingshilfe mit Eintritt ins Pensionsalter. Und da ergab sich das, dass die Familie Eschmawe, sie sitzen hier alle, schon nach Bersenbrück kam, ein Jahr bevor ich pensioniert wurde. Und einer der Brüder von Arad Adam, der Yunus, kam in meine Klasse, zum Glück. Und so habe ich die Familie kennengelernt und lieben gelernt. Und es ist praktisch meine dritte Familie. Ich habe eine Herkunftsfamilie, meine eigene Familie. Und jetzt habe ich eine wunderbare syrische Flüchtlingsfamilie. Dann liest uns doch mal ein ganz kleines Stück dann vor. Ja, einfach das, einfach nur genau. Genau, von da nochmal angefangen, genau. Wir wollten zu meinem Onkel nach Norwegen, aber in Hannover hat die Polizei uns aus dem Zug geholt. Wir mussten in Deutschland bleiben. Zuerst in Braunschweig in einem Camp und dann kamen wir nach Bersenbrück. Hier wohne ich jetzt mit meiner Mama und meinen Geschwistern seit November 2013. Auch meine Oma ist jetzt bei uns und mein Cousin. Es ist super hier. Ich spiele auch Fußball beim TuS Bersenbrück und auch in der Kreisauswahl. Ich gehe in die 4. Klasse und habe schon ganz viel gelernt. Auch Religion habe ich. Wir sind Moslems, aber in Syrien hatten meine Eltern viele Freunde, die Christen waren. Vor kurzem habe ich die 10 Gebote gelernt. Die stehen fast genauso wie im Koran, hat mir meine Mama gesagt. Ich kann die Gebote alle auswendig. Mein Papa habe ich jetzt schon 3 Jahre lang nicht mehr gesehen. Mein größter Wunsch ist, dass mein Papa endlich nach Deutschland kommt. Super. So, und da kann man ganz deutlich sehen, meine Damen und Herren, wenn man das hört, dass Hilfe notwendig ist. Und das sage ich jetzt hier ganz persönlich allen Menschen, die aus Vorurteilen und rassistischen Hintergedanken das ablehnen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil man muss den Menschen betrachten, man muss die persönliche Situation betrachten. Und es ist ja nur ein Beispiel von vielen Menschen, die hier sind, aber ich denke mal, auch für Sie ist es ein Beispiel, also mich berührt das jetzt gerade total, aber ich denke mal, auch wenn Sie so lange mit diesen Menschen schon zusammen sind, was geht da in Ihnen vor, wenn Sie so etwas hören und sehen, dass dann auch solche Menschen eben nicht erwünscht sind? Ja, das finde ich ganz, ganz beängstigend und ganz, ganz schrecklich. Und wenn ich jetzt den kleinen Adam hier wieder höre, dann schießen mir jedes Mal wieder die Tränen in die Augen. Und wir kämpfen so drum, dass der Papa endlich kommt. Und er möchte so gern kommen. Und es ist so schwer. Und sie warten so. Und dann kommt so ein bisschen was wie Wut in mir hoch, wenn ich diese ablehnenden Haltungen und Worte höre. Trotzdem, wir müssen erstmal dazu sagen, erstmal schön, dass du da bist, Adam. Und ich hoffe, wenn du ja gesagt hast, du spielst ja gerne Fußball und du fühlst dich total wohl und es ist alles super, wir sind froh, dass du da bist. Dankeschön. Und deswegen auch, lieber Johannes, auch von dir aus, wir haben jetzt gerade hier ein ganz besonderes Beispiel gesehen, aber es ist ja nur ein Beispiel, warum wir uns um solche Menschen auch besonders kümmern und warum jetzt auch die Ehrenamtlichen hier stehen und gesagt haben, wir möchten uns dafür einsetzen. Genau, und weil wir gerade... wollen wir auch hier eine Ehrung aussprechen. Natürlich, einmal wünsche ich natürlich dem Adam, dass er den Papa doch bald sehen kann. Und wir haben uns gerade für Sie als Einzelpersonen entschieden, weil es manchmal so, hört man Stimmen, dass man sagt, ach, was kann ich denn schon alleine tun und hat das überhaupt Sinn? Sie stehen dafür, dass es Sinn hat und vor allem, dass man dadurch ja auch nochmal andere engagieren kann und gemeinsam ein Netzwerk machen kann. Und deshalb haben wir gedacht und uns entschieden, dass wir Sie hier gerne einmal für Ihre Arbeit auszeichnen möchten, stellvertretend für ganz viele andere, die das auch noch tun. Herzlichen Glückwunsch. So, und ich kann auch dazu sagen, darf ich den Text behalten? Darf ich den Text behalten? Ja? Das mache ich gerne. So, den würde ich nämlich gerne einfach demnächst bei uns in der Caritas in unserem Heft
gerne abdrucken lassen, wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir auch mit einem Bild von Adam, dass wir einfach eine persönliche Geschichte auch mal dann nicht nur allgemein darüber sprechen, sondern persönlich fühlen. Lieber Johannes, ich gebe das jetzt mal weiter. Du hast ja schon, oder du gibst es weiter. Ich gebe dir das einfach mal an. Das mit dem Roten ist für Damen, da sind wir noch ganz altmodisch. Und Herr Mücke bekommt, nee, Herr Martinek bekommt das. Ich gebe das einfach mal her. Das ist für Sie. Nur Beispiel, wir können leider, das für Herrn Martinek, nicht alle hier vorstellen, weil jedes ist natürlich wichtig. Da sind Rosenbrote drin, da sind Rosenprodukte drin und selbstverständlich gibt es auch noch eine Urkunde dazu. Super, das ist eine ganze Menge gewesen. Du kannst dir nachher auch noch was aussuchen, aber auf jeden Fall kein Brot, das ist für Jungs in dem Alter mit Sicherheit nicht das Richtige. Da kommen wir nachher nochmal. Und das sind jetzt die Urkunden. Ja, meine Damen und Herren, also wenn Sie das gesehen haben, dann können Sie verstehen, warum wir als Caritas uns für diese Menschen einsetzen und warum wir im Prinzip dafür stehen, dass andere nicht ausgegrenzt werden. Und ich hoffe, dass es ein gutes Beispiel ist. Stellvertretend für alle haben wir heute gerade 3 Geschichten gehört. Wir werden gleich noch ein paar mehr hören, auch von anderen, die sich im Bistum dafür engagieren. Johannes, machst du echt gut, sieht gut aus. Ja, ich gebe das mal weiter. So, mach du mal ruhig. Und last but not least... Das dauert dann immer einen kleinen Moment. Wen habe ich denn? Frau Schröder. Ist ganz hinten. Machst du das mal? Und dann nehme ich Frau Henrici. Henri ist C richtig oder so? Werden Sie mit K? Henrici ist richtig. War jetzt korrekt. So. Upsa. Johannes. Jetzt machen wir noch ein schönes Foto. Das ist ganz wichtig. Komm du mal ein bisschen weiter nach vorne. Wir stellen uns mal ein bisschen so seitlich. Das müssen wir nämlich machen. Mit dem Rücken zum Publikum. Okay. So, jetzt noch einen halben Meter nach hinten noch. Nein, Scherz. Okay. Schön stehen bleiben. So. Wir sind gleich wieder für Sie da. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um eine halbe Stunde. So. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die erste Runde. Dankeschön, lieber Johannes. Dankeschön, dass ihr da seid. Dankeschön, dass Sie da sind. Dankeschön, dass du da bist. Auch ich drücke dir ganz doll die Daumen und... Wie gesagt, wenn du demnächst, für wen willst du denn mal spielen? Für Bayern München oder für Dortmund? Später, als Profi. Zu FC Barcelona. FC Barcelona, ja, okay. Bescheidenheit ist eine Sache, aber finde ich saugeil. FC Barcelona. Super. Dankeschön, ihr Lieben. Ein herzlicher Applaus für euch alle. Unsere erste Runde. Bei den Menschen möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Sonnenscheinpreis, Teil 1.